Wow, 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 da ist ja einer. Durch die Wand hacken geht noch ein... Ja! Boom, boom, boom! Los! Sturm! Wo ist er? Der Letzte. Oder war das alles? Ich glaube schon, das war alles, ne? Ho, ho, ho! Kommt jetzt noch einer? Vielleicht die Nachhut? So wie bei den Kontrollpunkten von Division? Erst einnehmen und dann kommt die Nachhut. Und dann der Boss? Nee. Gebiet öffentlich. Alles cool. Wir haben überlebt. Knarre wegstecken und looten. Yeah, yeah, yeah. Und dann wieder die Waffen einstellen und die beste Rüstung. Das ist ganz gut gelaufen, würde ich mal sagen. Sogar mit einer Heckablenkung. Da unten ist noch einer. Den müssen wir uns holen. Come on. Wo ist er? Lump Elender. Was zeigst du mir? Ja, mit deinem Knüppel da unten. Oder wirft er den hoch? Ich glaube nicht. Da sind noch mehr. Wow, wow, runter, 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 runter. Spritze. Oh, die Mucke, ganz nice, ne? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da drüben muss er sein. Genau da. Der versteckt sich. Komm raus! Oder noch weiter auf der Brücke da hinten. Nee, ich glaube, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich knall die alle ab. Mir doch egal, Vogel, du. Breach and clear. Boom. Alles okay, alles okay, alles im grünen Bereich. Wieder hochklettern. Naja, Scharfschützengewehr halt, ne? Das hätte ich schon ganz gerne. Aber später. Hey! Alter Schwede, Mann. Kann ich hier vielleicht durchballern? Nicht, dass der auf die Propangasflasche ballert. Hey! Oh, der ist gepanzert oder so, ne? Oder ich treffe einfach nicht. Ist auch möglich. Auf die Distanz. Mit so einem Dreischuss-Sturmgewehr. Und jetzt da drüben noch. Ach da. Im halben Gebäude. Lasst mich durch, ihr Kisten. Lasst mich durch. Das war ein schöner Kopftreffer, ne? Aber vielleicht so diese sicheren Schüsse. Wie in dieser Situation. Eventuell. Er kommt her, er kommt her. Soll er doch. Soll er doch. Ich habe hier was für ihn. Ein Geschenk. Aus der goldenen Pumpe, Mann. Aus der goldenen Pumpe. Wo bist du? Na. Wo ist er? Aber wir dürfen den Loot nicht vergessen. Oder braucht er länger hier rüber? Ich meine, so verzweigt wie die Stadt hier ist, könnte er auch in einer Viertelstunde erst da sein. Vielleicht looten wir einfach so lange. So könnten wir zumindest auch so ein bisschen die Musik noch genießen. Ist auch ein geiler Soundtrack, ne? Selbst wenn man diesen Urheberschutz aktiviert hat. Selbst dann macht das noch richtig, richtig viel Wumms. Ja? Nee, er kommt nicht rüber. Ist in Ordnung. Es wird dröge. Wir müssen weitermachen. Nehme ich, nehme ich, nehme ich, nehme ich. Loot, Loot, Loot. Kristalldiskanter. Oh, ein Terminal. Müssen wir uns auch gleich noch angucken. Wenn einer auf uns schießt, dann, naja, dann schießen wir halt zurück. Oh, oh, das war irgendein spezieller Anzug oder so. Oh mein Gott. Ich sollte auch mal die ganze Cyberware und sowas aktivieren. Vielleicht ein Stückchen noch die Story spielen, damit ich auch weiß, wie das mit dem Braindance funktioniert. Und, naja, der Cyberware. Aber eins nach dem anderen, ne? Ist er nicht so wild. Wir sind ja hier noch ganz gut zurechtgekommen, würde ich mal sagen. Oh, oh, oh. Da fehlt da was am Kopf. Sorry. It's just business. Ist wirklich nur Business. Wir können da nichts machen. Ja. Und, hä? Schmeißen geht nicht, ne? Schade. Hätte er sein können. Leg mal wieder hin. Nee, nee, wir wollen ja auch nicht irgendwie unmenschlich sein. Wir wollen ein bisschen professionell sein. Also sagen wir mal so, wir wollen immer professioneller werden. Und da können wir uns sowas hier nicht erlauben. Ich wollte auch nur gucken, ob es geht. Ich hätte es dann auch nicht gemacht. Das wisst ihr, ich bin nicht so ein Typ. Danke, danke, danke. Oh, wie schön das läuft mittlerweile mit der 105. Ganz große Klasse. Ich habe zwar keine RTX-Karte. Und RTX lässt sich auch hier nicht softwarebasierend einführen. Was theoretisch dann eigentlich gehen würde, habe ich mit Death Stranding schon ausprobiert gehabt. Da kann man schon noch so ein bisschen was zaubern, wenn man dann DLSS dazu schaltet, dass die Belastung nicht zu krass ist. Ist hier einer? Nee, aber naja, trotzdem. Alle Details auf
auf Ultra, selbst die Screen Space Reflections auf Psycho und läuft noch butterweich bei 60 FPS. Das ist eine schöne Sache. Lässt sich sehen, aber jetzt erst mit Update 1.05. War ja auch wieder riesig, mein lieber Scholli. Und bei GOG, ne? Bei GOG soll es noch ein Stückchen größer sein als im Gegensatz zu Steam. Was denn? Immer schön cool bleiben, immer schön cool bleiben. Ich bin auch noch neu hier. So, haben wir alles? Können wir weiter? Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon. Die restliche Energie regenerieren wir mit Hilfe von Essen. Einen Burrito! Yay! Wir haben ja die Zeit, ne? Dann lesen wir jetzt noch das Terminal und dann sind wir hier weg. Aber warum ist die Musik jetzt bitte gerade so laut? Da haut er irgendwas nicht hin. Ware für Watson von Samurai an Kazu Inukai. Wahrscheinlich Kazu. Wir tun, was wir können, aber im Moment arbeitet nur einer von uns dran. Das Labor schafft 45.000 bis 50.000 pro Monat, mehr nicht. Wenn du mich fragst, sollten wir also Westbrook vergessen. Die haben dort sowieso ihr eigenes Zeug und uns auf die Slums konzentrieren. In Watson dürften wir ca. 30.000 verticken, in Santo Domingo 15.000. Ich würde versuchen, 5.000 in Haywood loszuwerden. Ein Versuch ist es wert, aber das ist deine Entscheidung. Wow, wie laut! Sie haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Beste Grüße, Nutzer. Dank Ihrer dauerhaften Nutzung von Kinoshi-Produkten haben Sie automatisch an einer Verlosung teilgenommen und wurden für einen Preis ausgewählt. Kinoshi Thermosense 9873. Antworten Sie einfach innerhalb der nächsten 10 Minuten auf diese E-Mail, um Ihren Preis zu erhalten. Aber beeilen Sie sich, sonst wird ein anderer Nutzer die Welt mit Thermovision sehen dürfen. Das Kinoshi-Team. Okay, das reicht, ne? Wir merken uns vielleicht nicht in der Umgebung von lauten Ton- und Musikquellen irgendwelche Terminals zu lesen. Das wäre es soweit, ne? Wir können abhauen. Bleibt das jetzt die ganze Zeit so laut? Ist das ein Bug? Nein. Das lag schon an den Boxen, ne? Aber jetzt kommt wieder die alles entscheidende Frage. Wo steht mein Auto? Wo steht mein Auto? Das muss doch hier irgendwo sein. Mein Scheiß ist ja. Mein schöner Peugeot, vorsichtig. Oh, da sind Gegner. Die sollten wir auf jeden Fall erschießen vorher. Eine Sekunde. Ganz kurz. Essen und trinken. Burritos und ein bisschen Wasser. Habe ich den Burrito gegessen? Jetzt habe ich auf jeden Fall einen Burrito gegessen. Und was zu trinken. Hydration. Dankeschön. Danke, danke, danke. Wer steht da? Ist ein Hammerträger. Schön gegen den Kopf, Mann. Wie bitte? Das glaube ich nicht. Nicht, wenn ich dich zuerst... Nee, stopp, warte mal. Ich musste auf den Zivilisten schießen, der war im Weg. Wenn das die Polizei mitbekommt... Hat der sich geheilt? Hat der sich geheilt? Oh, sie kommen. Granate! Ja, weg da, Mann. Schön weg da. Oh, Spritze. Sie kommen auch mit Granaten. Taktischer Rückzug. Die kommen immer näher. Hier ist alles voll, Mann. Hier ist alles voll mit Gegnern. Ich brauche noch eine Spritze. Ist schon schwierig, ne? Vor allem am Anfang. Aber das soll's ja auch. Deswegen habe ich ja den höchsten Schwierigkeitsgrad gewählt. Ich möchte mich hier so ein bisschen zurechtfriemeln. Kann ich irgendwas aktivieren? Irgendwas hacken? Hey, stopp! Ist ja gut, Mensch. Hört auf mit den Granaten. Das bringt doch nichts. Hier gibt's Zivilisten. Und da war auch so ein Dicker mit so einem komischen Hawaii-Hemd. Boom! Scharfschützengewehr, bitte jetzt! Nein, nicht die Bullerei! Was ist denn hier los? Nee, das ist nicht die Bullerei. Das ist irgendeine andere Gang, die sich jetzt der Gang anschließt? Oder wie? Hier ist kein Polizistenstern. Ja, na klar, wie viel soll ich denn noch killen? Wie viel denn noch? Wir werden die Seite wechseln. Die lassen sonst unser Auto nicht in Ruhe. Können wir hier lang gehen? Ja, können wir, ne? Speichern ist immer noch nicht drin. Hallöchen. Oh, hier ist ja Loot. Nicht schlecht. Wir sind noch gewappnet. Wir sollten angreifen. Hallo. Oh Gott. Das ist doch unmenschlich. Das ist doch unmenschlich, wie viele Gegner hier sind. Ich glaube, das ist für die jetzige Phase des Spiels auch noch gar nicht angebracht. Oder es soll jetzt so zäh sein. Hey, was heißt zäh? Viel besser. Kopf weg, Mann. Kopf weg, Kotlet. Eine nach den anderen. Feindkontakt bestätigt. Oh. Mhm.
Ich muss erfünfen. Es scheint ziemlich ruhig zu sein. Ja, wir konnten speichern. Schön. Schön, schön, schön. Na, wo ist der Nächste hier? Da ist er, der Dicke mit dem Hawaii-Hemd. Hi, hi, hi. Und da ist er down. Nee, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Okay, okay. Na los, kommt raus. Die sind gar nicht so doof, ne? Wie sie teilweise aussehen. Na? Hä, hallo? Hallo, hallo, hallo? Na, 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 na. Schieß, schieß, schieß! Um die Ecke, Spritze, 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 Spritze. Schön nachladen. Kommen Sie, kommen Sie. Ich habe Sie auf jeden Fall wieder wütend gemacht. Oh, die heilen sich auch, das ist so unfair. Das ist so unfair, Mann. Die kommen runter, ne? Mann, Mann, Mann. Na los, wir bringen's zu Ende. Nein, ich beiß mich durch, Kampf, wie er im Buche steht. Einfach vielleicht mal solide Körpertreffer verteilen. Das ist doch ein spezieller Gegner, oder? Der sieht nicht 0815 aus. Ich hoffe, ich habe genug Spritzen am Start. Ich hoffe. Boom. Oh, wir kassieren hier aber auch ordentlich, Mensch. Das kann ja wohl nicht sein. Oh, der Dicke ist down. Wie bitte? Das war eine Mission. Hai im Wasser. Der mit dem komischen Hemd war eine Mission. Kopf, 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 Kopf. Schön. Eine saubere Sache. Wir friemeln uns da durch. Einer ist noch, ne? Ich will all euer Loot haben. Der gehört mir. Ich brauche die Kohle. Ich bin sehr arm. Ich war mal ein Konzerner. Aber die Zeiten sind vorbei. Ich hatte mal so einen richtig schönen Casio-Taschenrechner im Kopf. Der hat mir die Aktienkurse angezeigt, aber der ist weg und den will ich wieder haben. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Können wir den noch hacken? Stimmt, genau. Bevor wir angreifen, das nächste Mal wieder hacken. Die Leute. Passt auf! Die Leute separat hacken. Regina, Mensch, ich grüße dich. Es gab ein Problem, du hast es gelöst. Wie, das war der Auftrag? Der Kunde auch. Der Mord? Der Auftragsmord? Wie cool, tatsächlich. Ich glaube, ja. Nice. Street Cred von 4. Ne, wir haben jetzt 4, okay. Und 5 weitere Aufträge, als ob wir nicht schon genug zu tun hätten. Defender, Power Maschinengewehr. Wie, das konnten wir mitnehmen? Ich dachte, das wäre so ein riesiges, so ein ultimativ riesiges Gewehr. Krieg ich nicht deine Klamotten? Neuer Splitter. Ja, die müssen wir auch irgendwann mal lesen. Es nimmt Überhand hier, ne? Der Content ist schon wirklich sehr breit gesät hier. Oh nein, sie tut mir richtig leid, ne? Sie war bestimmt nur eine Mitläuferin. Auch wenn sie nicht so wirklich danach aussieht. Ich steck meine Knarre weg. Alles ist cool, wir haben es überlebt, Mensch. Wir haben diesen Tumult wirklich überlebt. Wie krass ist das denn mal bitte? Loot, Loot, Loot. Powerhammer, nice. Und dein Loot nehme ich natürlich auch mit. Jupp, jupp, jupp. Ja, bleib liegen, Mann, bleib liegen. Wir haben alle gekillt. Ich muss mir dieses Scharfschützengewehr kaufen, bevor ich hier den nächsten Gangfight übernehme. Wir brauchen einen Waffenladen. Irgendwo hier, irgendwas, womit ich auf Reichweite arbeiten kann. Das ist ganz, ganz elementar wichtig. Die Pistole kann, glaube ich, die zieht sich relativ langsam. Normalerweise kann man jetzt in anderen Shootern die Pistole merklich schneller ziehen, aber das fühlt sich hier nicht so gut an. Es ist fast vorteilhafter, das Magazin zu wechseln. Bisher, bei den bisherigen Waffen, das kann sich natürlich auch noch schlagartig ändern. Haben wir irgendwo einen Schnellreisepunkt bei einem Waffenladen direkt in der Nähe? Ja, hier wäre einer, aber ich muss dafür auch zu einem anderen Schnellreisepunkt. Ja, höchstwahrscheinlich, ne? Okay, dann müssen wir so oder so fahren. Dann fahren wir hier rüber. Und dann beamen wir uns wieder zurück und dann, oder wir machen dann einfach hier weiter. Hier ist ja überall was. Hier ist ja, also dieses Spiel, das ist ja wirklich enorm vollgestopft mit Content. Reflexe, noch mehr Power. Nee, Nahkampfangriffe mit Gewehren und Maschinenpistolen sind mir eigentlich egal. Verringert die Zeit zum Zielen. Hört sich gut an. Was hätten wir denn noch so im Angebot? Coolness, Crouching Tiger, erhöht das Bewegungstempo um 20%. Bewegungstempo um 20%, während du schleißt. Das wäre gut, still und tödlich. Erhöht den Schaden durch Waffen mit Schalldämpfern. Okay, okay, okay. Nehme ich, nehme ich.
Achso, Entschuldigung. Ja, wenn wir eine Weile nicht fahren, meldet sich der Controller ab und dann passiert sowas. Aber damit kommen wir schon zurecht, oder? Ich glaube, wir sind alle große Jungs und Mädchens und kommen mit sowas hin und wieder zurecht. Nehme ich! Yay! Schallgedämpfte Waffen, Schaden wurde um 25% erhöht. Und wir können weitermachen. Karte, wir wollen genau zum Pistolenladen. Aber vorher zum Auto, wir sind beim Auto. Klasse, Mensch, wie die Sachen hier ineinander greifen. Finde ich gut. Finde ich großartig. Jetzt kann ich hier hinten wieder nicht vernünftig gucken, denn naja, dann drehe ich erstmal nach vorne. Und dann ist gut. Oh oh, gegnerische Gangmitglieder. Ich hau ab! Ich hau ab! Macht's gut, ihr Turtel! Lasst mein Auto in Ruhe! Lasst mein Auto schön in Ruhe. Und dann erstmal hier lang, ne? Erstmal hier lang und dann schauen wir, was wir uns für ein Scharfschützengewehr kaufen. Ich hoffe auch, dass wir da die anderen Knarren und so verkaufen können. Dann können wir ein bisschen Kohle aufbauen. Vielleicht noch ein paar Modifikationen kaufen. Oh mein Gott, da ist eine Knüppelei. Lassen wir mal die Knüppelei Knüppelei sein. Ich brauche einen Waffenladen, der ist direkt hier. Wir parken parallel zum Symbol, würde ich vorschlagen. Genau, wir parken parallel zum Symbol des Waffenladens und dann verlieren wir unser Auto nicht. Hey, wer hat hier auf mich geschossen gerade eben? Lassen Sie mich durch. Ich habe eine Mission und ich lasse nichts zwischen mich und meine Mission kommen. Hi, hi, hi. Habt ihr hier Probleme mit Scavengern? Sorgen Scavs hier in der Gegend für viel Ärger? Manchmal ja, manchmal nein, aber mich... Naja, mich lassen Sie in Ruhe. Hält sich in Grenzen alles, oder? Vielleicht rüsten wir uns... Nee, wir gehen das mal gucken. Wir gehen das mal gucken, bevor wir uns mit den falschen Waffen ausrüsten. Und zwar anständig. Was wir uns hier holen können und dann... Klar doch. Und dann geht's weiter. Okay, danke schön. Ja, ich hab doch schon Waffen angeklickt. Ich brauche neue Waffen. Ihr wolltet nicht anständig. Jetzt gerade in den Verkaufsmonitor gehen. Klar. Ach so. Dich aus. Oder ist das hier wieder... Nee. Es war ein Bug. Es war ein Bug, meine Güte, ne? Hier gibt's hin und wieder einen Bug in dem Spiel. Eine Schrotflinte möchte ich nach wie vor behalten. Für den ultimativen Nahkampf. Eine Sekunde, bitte. Wie bitte? Es gibt hier kein Scharfschützengewehr zu kaufen. Da bin ich jetzt schon sehr enttäuscht. Schon sehr enttäuscht. Nein. Oh, doch hier. Nekomata, aber das müssten wir uns selber craften, ne? Können wir das einfach bei uns in der Tasche? Ich glaube eher weniger. Da haben wir auch bisher sehr wenig reingeguckt, ne? Ja, da ist noch einiges offen auf der To-Do-Liste. Schande, nee, dann will ich ja meinen Kram auch gar nicht verkaufen. Ich brauch doch ein Scharfschützengewehr. Können wir das vielleicht schon selber herstellen? Ich guck mal ganz kurz ins Crafting-Menü. Das war ja hier irgendwo. Item-Herstellung. Die Blaupause dafür. Wir haben... Oh, warte mal. Wir haben hier das hier. Das ist doch die Nekomata. In grün. Bietet er die in blau an? Und die kann ich mir jetzt hier einfach herstellen? In meiner Tasche die ganze Zeit? What the heck? Aber dann brauchen wir auch ein Zielfernrohr, ne? Können wir jetzt nicht zufällig auch noch herstellen, oder? Ein Zielfernrohr? Noch nicht. Das ist ja großartig, dieses Spiel. Ist dann wirklich genau mein Ding. Ich guck mal ganz kurz, ob deine Blaupause hochwertiger war. Jupp, zeig mal. Überspringen mit C. Jupp. Und du bietest hier die blaue an, ne? Die seltene Nekomata. Die wird wahrscheinlich besser von den Werten hier ausgewürfelt. Sollten wir uns kaufen? Haben wir uns gekauft? Muss ich das noch separat lesen? Ich glaube nicht. Wir wollen unseren Kram verkaufen. Jetzt ganz, ganz vorsichtig. Wir wollen natürlich einige Waffen noch behalten. Ich glaube, das mit der Sammlung, das lassen wir gut sein. Nur die guten Waffen werden wir behalten. Nicht alle Waffen. Das hält uns viel zu lange auf. Auch mit den Klamotten und so. Es ist zu viel Tumult hier. Es ist kein Fallout. Es darf ich nicht ganz so spielen wie Fallout. Ansonsten geht hier für mich auch selber der Drive verloren. Kann weg. Stärker oder schwächer? Schwächer als unser aktuelles Sturmgewehr. Hat aber gute Dienste geleistet. Stopp. Oh, eine Sekunde. Wie bitte? Woran kann ich erkennen, dass ich dieses Ding hier ausgerüstet habe? Ach, an dem Hintergrund, ne? Ja, nee. Kann nicht sein, weil die Waffe trage ich nicht gerade aktiv.
Aber die hat auch so einen komischen Motherboard-Platinen-Hintergrund. Aber dann sollten wir natürlich die Nowaki dann mit der Nowaki eventuell austauschen. Richtig, dann können wir die doch verkaufen, aber da sind Modifikationen dran, also vielleicht vorher entmodden. Die dicke hier, die kann ich leider noch nicht benutzen, ne? Volles Potenzial freigeschaltet bei Konstitution 6, da fehlt mir der Level, ne? Benötigt irgendwas Spezielles hier und das habe ich nicht. Ich bin noch nicht der größte LMG-Freund, ich will ja nicht so einen Tank oder so spielen. Die Pistole kann auch weg. Richtig, ja, die kann auch weg. Die kleine Maschinenpistole, ja, die war ganz nett, aber ich behalte lieber das Sturmgewehr. Da haben wir zumindest ein bisschen Reichweite, aber wenn wir dann ein Scharfschützengewehr haben, würde eine MP dann als Zweitwaffe eigentlich auch okay viel Sinn machen. Ich lasse mal kurz nach Schaden sortieren. Ist doch Schaden, ne? Ja, ist Schaden. Aber tragen wir. Die andere doppelläufige Schrotflinte können wir auch verticken. Ja, die behalten wir. Das ist unsere ikonische Waffe. Die können wir später sehr gut ausbauen. Die wird sicherlich mal richtig mächtig. Und, naja. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich werde dann auch wieder zurückwechseln zu der Pistole, wenn wir eine Pistole benutzen, denn die hat so einen schönen, hohen potenziellen Grundschaden. Die kann also da bleiben. Revolver sind nicht so mein Fall. Die stärkste MP vielleicht behalten fürs Erste. Die kann weg. Und LMGs sind nicht so meins. Weg damit. Revolver nein. Die anderen Lexingtons, naja, die werden auch nicht stärker. Nee. Die hat so einen schönen generellen Grundschaden. Ist zwar natürlich, glaube ich, ein bisschen fixer. Ja, langsamer meine ich natürlich, was die Angriffsgeschwindigkeit angeht, aber so oft hintereinander schießen wir ja gar nicht mit einer Pistole. Deswegen behalten wir die. Die ist eigentlich ganz okay. Die ist so ein bisschen uniker. Auch von der Farbe her, ne? Gefällt mir. 6 bis 8, okay. Die kann auch weg. Ja, es ist halt immer die Kombination, ne? Zwischen Angriffsgeschwindigkeit und generellen Grundschaden. Und das ergibt dann halt die SPS. Ja, stimmt. Aber dann da lieber auf Schaden setzen, ne? Wobei bei der MP dann auf Geschwindigkeit kommt. Bei der MP kann man schon mal auf Geschwindigkeit gehen. Ist sehr verwirrend. Auch gerade für mich. Ich muss mich so ein bisschen einfriemeln. Aber wer muss das am Anfang so einer riesigen dystopischen Reise nicht auch tun? Ja, und da ist noch ein anderes Sturmgewehr. Aber wir haben ja das hier gerade ausgewählt, ne? 17 bis 21 Schaden. Oh, warte mal, stopp! Stopp! Wow, das schießt langsamer, macht aber mehr Grundschaden. Oder ist da jetzt der Schaden schon abgerechnet vom Schalldämpfer? Müssen wir ausprobieren, das ist ganz wichtig. Ganz wichtig! Was ist das? Power-Schrotflinte, aber die kann ich leider nicht benutzen. Mindestlevel 4, kommt noch. Solange können wir aber die Schrotflinte behalten. Aufheben braucht man die Waffe nicht, wir sind ja noch ziemlich am Anfang hier. Und da wird noch einiges an Waffen kommen, was wir dann eintauschen müssen. Schlagwaffen. Nein, danke. Keine Schlagwaffen. Vielleicht irgendwann später ein schönes Katana oder sowas. Und jetzt hier noch die Klamotten kurz durchwürfeln. Kann ich alles leider noch nicht tragen. Erst ab Level 4. Und auch den Schlamusel hier nicht. Schade. Weg damit. Kann ich nicht tragen. Bei den anderen Sachen bin ich mir noch nicht so sicher. Robuste Zebra-Sportbrille mit UV-Filter. Kommt dann so ein Hologramm davor? Habe ich das richtig verstanden? Oh, leichte Psycho-Jogginghose. Oh, so coole Klamotten, ey. Die ist sogar ein bisschen... Oh, die ist stärker als unsere aktuelle Hose. Und Jogginghosen gehen eigentlich immer, oder? Ja. Aber hier muss doch irgendwo noch bei dem kleinen Symbol hier irgendeine Markierung sein, die uns zeigt, dass wir dieses Stück Ausrüstung gerade anhaben. Sehr merkwürdig. Und das hier mit der Schnapssammlung, ich glaube, das war auch eher eine Schnapsidee von mir. Von Vergangenheits-Leo schieben wir das dem in die Schuhe. Das Spiel spielt sich doch weitaus Witcher-ähnlicher, als dass es sich einem Bethesda-Open-World-Spiel ähnlich spielt. Und deswegen fühlt sich das hier zumindest für mich gerade nicht so super prickelnd an, was die Schnapssammlung angeht. Deswegen verticken wir den Schnaps. Ich sehe sonst keine andere Möglichkeit, den sinnvoll zu benutzen, denn irgendwie verschlechtern sich dadurch nur unsere Werte und
Deswegen können wir das lassen. Essen und Trinken wiederum macht total viel Sinn, auch gerade vom Kampf und so, wegen dem Buff von den Gesundheitspunkten und den ja, der Ausdauer, quasi den AP-Punkten. Haben wir alles vertickt, was wir nicht brauchen an Schnaps? So Pi mal Daumen, nee, da ist noch ein bisschen. Alles, weg damit. Und ich kann immer noch nicht Tab drücken zum Verkaufen. Naja, so halb. Ach so, ich darf da nicht in dem Moment auf dem Fenster sein. Na, das muss einem doch auch gesagt sein.